Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 28. September 2018. Debatte um Brett Kavanaugh, Aussage gegen Aussage. Christine Blasey Ford und Brett Kavanaugh haben im Senat zu dem Vorwurf der versuchten Vergewaltigung ausgesagt. Trumps Kandidat für den obersten Gerichtshof trat aggressiver auf als zuvor und bekam dafür Lob vom Präsidenten. Anhörung im Fall Kavanaugh, ein amerikanischer Kulturkampf. Das ist kein Prozess, sondern ein Bewerbungsgespräch für Kavanaugh. Die Lehren aus dem Dieselskandal. Ein Gewirr aus skandalösem Betrug und Regulierungsversagen hat zu den Problemen mit der Dieseltechnologie geführt. Ein Lehrstück darüber, warum eine vermeintlich gut geeignete Regulierung zu einer Einladung zur Manipulation wurde und was daraus folgt, ein Gastbeitrag. Seit Jahren sterben tausende angebliche Drogenhändler auf den Philippinen, offenbar als Folge des Kriegs gegen Drogen der Regierung. Nun äußerte sich der Präsident und das könnte schwerwiegende Folgen für ihn haben. Duterte gesteht außergerichtliche Tötungen. Der Präsident besucht seine Diaspora. In den vergangenen Jahren war kaum eine Staatsvisite so umstritten wie die des türkischen Staatschefs. Bei Maybrit Illner wird deutlich, warum das so ist. Deutschland hat von Erdogan wenig Gutes zu erwarten. Doch es gibt Punkte, an denen man ihn stellen kann. Ein neues Sommermärchen? Wohl kaum. Einen mitreißenden Sommer wie 2006 wird es durch die Europameisterschaft im Fußball 2024 nicht geben. Es waren andere Zeiten. Zahlreiche positive Effekte sind von dem EM-Zuschlag gleichwohl zu erwarten. Ein Kommentar. Für die Sportskanonen. Wer sich für eine Sportuhr entscheidet, muss Prioritäten setzen. Eine Auswahl an smarten Uhren und Fitness-Trackern, welche die eigenen Sportaktivitäten begleiten und Daten liefern. Vor dem Parteitag der britischen Konservativen richtet Ex-Außenminister Boris Johnson eine Kampfansage an Premierministerin Theresa May. Er wirft ihr rückgratlose Verhandlungen vor und präsentiert eigene Brexit-Pläne. Der Präsident der deutschen Fußballliga sieht in der Vergabe der Europameisterschaft 2024 Chance und Aufgabe zugleich. In Bezug auf die Diskussion um Diskriminierung sieht er in der Politik einen Vakuum.